Liebe Zuschauer, Gegenwehr um jeden Preis nennen es die Chinesen im chinesisch-US-amerikanischen Handelskonflikt und verderben damit auch die Anlegerstimmung, auch hierzulande. Das ergab das Citigroup Investment Barometer. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, haben die Bullen wirklich ausgeritten? Was wären denn die Alternativen zu Aktien, zumal wenn sich dieser Handelskonflikt noch verschärft? Das und mehr besprechen wir in unserem Zertifikate-Spezial wie jeden Monat mit Dirk Hess von der Citigroup. Schönen guten Tag, Herr Hess. Hallo. Tja, ein paar Tage waren die Anleger erleichtert, dass Deutschland respektive Europa nochmal davongekommen ist, aber das war schnell vorbei. Wie schwer lastet dieser Handelskonflikt zwischen den Chinesen und Amerikanern auf der Anlegerstimmung hierzulande? Nun, der Handelskonflikt ist einer der Punkte in der gesamten Gemengenlage. Ich sage ganz gerne, Trump hat es gegeben, Trump hat es genommen. Es sieht halt momentan einfach nicht so aus, wie es noch vor einem Viertel oder vor einem halben Jahr ausgesehen hat. Wir haben gerade in Amerika an den Börsen doch eine gewisse Unruhe, ist jetzt stark nachgegeben. Auch in Europa geben die Kurse nach, unter anderem wegen dem ja, drohenden Handelsstreit, den wir haben. Nicht nur zwischen der USA und China, sondern auch USA, Europa. Wie weit das eskaliert, wird man sehen. Aber Trump lässt es drauf ankommen. Da sind sich viele einig. Das heißt, von der Seite her ist halt vieles unbekannt, wie stark sich das am Ende des Tages auf die Wirtschaft auswirkt. Und wir sehen es ja schon, dass zum Beispiel, also das ist zwar nicht Thema unserer Umfrage, die wir normalerweise starten, aber da klagen Bauern in Bayern, dass Schweinefleisch auf einmal sehr teuer wäre zu exportieren nach China. Und dann sieht man, wie sich dieser Kreis auf einmal schließt und alles in allem ein wenig die Stimmung drückt. Und dann kommen natürlich noch die Zinsen obendrauf und das macht es nicht einfacher. Das macht es nicht einfacher und so erwartet jeder vierte Befragte, den die Citigroup quartalsmäßig befragt, Kursverluste und ein Viertel auch steigende Kurse. Die Hälfte ist eher seitwärts orientiert, aber wir sehen halt den Handelskonflikt, wie Sie schon angesprochen haben, weite wirtschaftliche Auswirkungen schon jetzt. Zinserhöhungen in den USA, zumindest ist das vorläufig noch der Plan, kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf. Sorgen, dass die Weltkonjunktur vielleicht auch ihren Zenit erreicht, respektive überschritten hat. Inflation wird vielleicht wieder ein Thema. Und wir sehen aber trotzdem langfristig, zumindest auf die Sicht von 12 Monaten, einen Optimismus. Wie speist sich denn der? Woher kommt der denn? Naja, zum einen muss man sagen, hier haben wir, das ist ja die Erwartung für die nächsten 3 Monate, das ist das, was die von uns Befragten Ende des ersten Quartals von sich gegeben haben. Das sind sowohl professionelle als auch Privatanleger, die wir hier befragen. Das ist eine Spiegelung der Gemengenlage. Noch knapp 27% glauben, es wird steigen. Das ist ja immer noch relativ viel und knapp 49% sagen, es wird seitwärts gehen. Wir müssen aber uns das sogenannte Delta, also die Abweichung, uns angucken. Es waren nämlich vorher 46% Ende des letzten Quartals 2017, die sagten, es geht weiter. Die hatten ja auch recht. Anfang des ersten Quartals gingen die Märkte noch mal deutlich nach oben, bevor dann die erste Korrektur dann kam. Seitdem sind wir ungefähr 9% nach unten gegangen. Und wir haben von Jahresanfang bis jetzt nur 2% eigentlich Verlust im DAX. Das ist also noch nichts wirklich angebrannt, aber es drückt halt auf die Stimmung. Hier bei den seitwärts muss man sagen, da waren es vorher 43. Das heißt, da hat sich so viel nicht geändert. Es ist mehr auf dem Sinken- und Steigenlager, wo es sich verändert hat. Okay. Ihre Frage, wie kommt es mit diesen 12 Monaten zusammen? Da waren es vorher 59%. Und wir befragen ja doch aktive Investoren. Die haben schon als Anleger ein tendenziell positiveres Bild über eine längere fristige Periode, hier mittelfristig 12 Monate, als es zum Beispiel im kurzfristigen Sentiment haben könnten. Was erstaunt ist, dass an den Märkten Gold kaum davon profitieren könnte, dass es an den Aktienmärkten relativ ruppig zuging. Wir haben ungefähr eine Trading Range von 5% seit Jahresbeginn. Das machen die US-Börsen, wenn es sein muss, an ein, zwei Handelstagen, wenn es nicht gerade April-Scherze hagelt. Aber kurzfristig scheinen die Anleger dennoch unbeirrt an Gold zu glauben. Ja, es sind wieder mehr als vorher, es sind knapp 40%. Vorher waren es bei Gold knapp 31%, also ein deutlicher Zuwachs hier. Gold hat aber auch
seit Mitte Dezember deutlich aufgewertet. Das waren knapp 100 Dollar. Stimmt, seit Jahresanfang haben wir mehr diese Range, aber wir waren halt in so einem Tief. Wir waren in so einer kleinen Korrektur zwischendrin im Dezember. Und das war genau der Zeitpunkt, als zum Beispiel diese Umfrage war. Von daher hatten 31% positiv an Gold gedacht für 3 Monate, jetzt sind es 40%. Gold hat jetzt von diesem ganzen Unruhen nicht profitiert. Mhm. Aber es sind ja mehr auch so andere Konflikte, wo Gold mal wirklich reagiert, ja. Wenn es zum Beispiel mal um den Euro geht oder so. Und wenn es mal wirklich wenn es geopolitisch wird. Gold ist sehr stabil. Gold hat sich von den Tiefständen deutlich erholt. Gold manifestiert sich da, wo es gerade ist. Also von daher würde ich nicht sagen, dass Gold nicht reagiert. Manchmal ist ja schon eine stabile Phase eine gute Phase. Okay, wenn wir jetzt mal weiterschauen, wenn sich die Zinssituation verändert, Zinserhöhungen machen Gold auch nicht wirklich besser. Wie spiegelt sich das bereits jetzt in den langfristigen Erwartungen der Anleger? Oder ist die Mehrheit eher doch noch darauf eingestellt, dass es doch noch 3 Zinserhöhungen in den USA geben wird? Eine haben wir schon 2018 gehabt. Ich meine, vielleicht dann nochmal die Brücke zu Gold. Mhm. Das meine ich auch damit, dass es stabil ist, kann ja schon ein Gewinn sein, denn steigende Zinsen sind tendenziell nicht gut für Goldinvestments. Also oftmals ist es so, dass wenn die Zinsen steigen, dass hier auch, weil auch vieles zum Beispiel fremdfinanziert war, weil ich auf einmal Opportunitätserträge haben könnte oder Opportunitätskosten, wenn ich in Gold bleibe, ist es schon mal gar nicht mal so schlecht, dass überhaupt dann Gold noch so stabil ist. Könnte nämlich auch ganz anders aussehen. Was sehen wir hier? Wir sehen hier eine klare Tendenz. Natürlich hier immer noch 70% glauben, in den nächsten 3 Monate bleiben die Zinsen stabil. Im 12-Monats-Bereich sind 46%. Interessant ist hier der Bereich derjenigen, die glauben, dass es steigt. Der steigt nämlich kontinuierlich auf einem niedrigen Niveau. Aber es zeigt, dass sich viele Gedanken darüber machen, was passiert auf der Zinsfront. Das Thema ist angekommen. Absolut angekommen. Mhm. Und bei 12 Monaten ist es noch viel gravierender, weil man glaubt, über einen längeren Zeitpunkt werden sie definitiv ansteigen. Das kommt aber auch einher mit dem, was wir von den Notenbanken hören. Ich meine, sowohl die Bundesbank als auch die EZB sagt, okay, Leute, die Zeit der niedrigen Zinsen ist vorbei. Es wird sich irgendwann mal, wenn die Zinsen auch wieder steigen. Ich meine, man bereitet ja vom Prinzip her die Bevölkerung, die Anleger darauf vor, dass Zinsen steigen. US-Zinsen spielen keine so große Rolle hier bei dieser Umfrage. Manchmal ja, diesmal definitiv nicht. Mhm. Aber die Signale, die halt von Seiten der sowohl Bundesbank als auch EZB kommen, sind hier relativ eindeutig. Man glaubt nicht daran, dass die Zinsen weiter fallen. Man glaubt schon eher daran, dass mittelfristig die Zinsen ansteigen. Das heißt, wir sprechen über Zinsen, dann sprechen wir auch über Inflation und damit sprechen wir auch über die Ölpreise. Die sind dann beim Inflationsthema auch wieder relativ weit vorne mit dabei. Da scheint die Rallye aktuell gestoppt und das merkt man auch bei der Befragung ihrer Anleger, nämlich kurzfristig erwarten nur noch 32% der Befragten einen Anstieg der Rohölpreise. Bei der letzten Umfrage waren es noch 42. Längerfristig ist auch nur noch gut ein Drittel optimistisch. Die meisten erwarten einen Seitwärtsmarkt. Ist hier der Handelskonflikt mit eventuellen weiteren Eskalationsstufen noch gar nicht so richtig mit berücksichtigt? Basisch nicht. Es ist die Frage, wie weit der Handelskonflikt nämlich auf diese Asset-Klasse, auf Öl sich überhaupt auswirken wird. Also auf der Liste der Güter ist es noch nicht. Genau. Ich glaube, Öl ist so ein bisschen die letzte Waffe, aber da muss man auch wieder aufpassen, denn die USA ist ja schon eher zum Netto-Exporteur als zum Importeur geworden. Mhm. Von daher hier jetzt Handelszölle drauf zu verlangen, von der US-Seite wäre dumm. Auf der anderen Seite, China, weiß nicht, wie autark China jetzt ist, aber da wird das meiste ja sowieso dann eher aus dem Mittleren Osten geholt. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, wie sich das auswirkt. Das kann ich erklären, warum das so aussieht. Lass mal die Handelsstreitereien oder potenzielle Handelszölle außen vor. Wie gesagt, Öl ist da bisher eh nicht auf der Liste, soweit ich es gesehen habe. Öl ist stark angestiegen, darf man nicht vergessen. Öl hat extrem gut sich von seinen Tiefständen erholt, das in die Wintermonate hinein. Jetzt kommen wir langsam in den Frühling, in die Sommermonate und das ist tendenziell, da Öl zyklisch reagiert im Regelfall, doch eher in so eine Zeit, wo sich Öl stabilisiert oder leicht nachzugeben
scheint in der langen Abfolge. Von daher 46% sind im Lager derjenigen, die glauben, es läuft seitwärts. Nur noch 32% glauben, es wird steigen. Das passt so ein bisschen in die Professionalität der Anleger hinein, in ihre Sichtweise. Die Heizperiode ist vorbei. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es irgendwelche, ja, gerade so in die Sommer, Spätsommer hinein, kommen ja meistens die Hurricanes. Das kann wiederum auf die Förderung und Weiterverarbeitung Einfluss haben. Aber jetzt ist so eine Zeit der Entspannung. Viele fahren ein bisschen die Förderung zurück. Viele gehen jetzt in die Maintenance auf Englisch, also man macht Überholungsarbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, da wird so ein bisschen runtergefahren. Dadurch kommt eine Stabilität rein, weil meistens ja die Nachfrage oder momentan auf der Nachfrageseite nicht viel passiert. Passt gut ins Stimmungsbild hinein, würde ich sagen, nichts wirklich Auffälliges. Nachfrage ist ein gutes Stichwort. Wenn wir jetzt mal schauen auf den Gesamtindex, Aktien von 41 runter auf 14, Zinsen 30 auf 30, Aktien hui, Zinsen Aktien pfui sozusagen, Zinsen noch hui, Fragezeichen? Zinsen hui ist so eine Geschichte. Ich meine, es ist auch schwer, da zu investieren, muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, steigende Zinsen, fallende Kurse, das ist ja ein Wechselspiel. Und nicht nur Aktien, steigende, fallende Aktienkurse, sondern auch fallende Kurse bei den Bonds. Da muss man ein bisschen aufpassen. Von daher, man sieht aber, dass der Gesamtindex sich halt gerade hier bei 22 bewegt. Und dann sind wir halt doch deutlich von den Hochs, die wir hier hatten, 36 im vierten Quartal 2016. Oder halt, das war 2011, 43 oder ganz am Anfang 49. Also das Stimmungsbild insgesamt trübt sich ein wenig ein. Das sehen wir sowieso. Wir müssen nur die Nachrichten verfolgen. Wir müssen auch das, was bei Ihnen über den Sender läuft, einfach aufmerksam zuhören. Wir merken, dass eine Unsicherheit hineinkommt. Die darf es auch nach so vielen Jahren Bullenmarkt durchaus mal haben. Unsicherheit heißt ja nicht, dass es schlecht wird. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen. Okay, unsere Eingangsfrage fast schon beantwortet. Die Bullen reiten etwas gemächlicher, formulieren wir es so. Das gerade um vielleicht. Das sattelt gerade um. Gut, okay. Wie passt ein fallendes Gesamtklima bei Aktien zum Investmentverhalten mit steigender Nachfrage nach Einzelaktien? Stockpicking. Das ist die Antwort, Stockpicking. In dem Moment, wenn ich denke, dass der breite Markt ausgereizt ist, suche ich mir immer mal wieder meine Basiswerte, die mir Chancen geben. Und da gibt es immer welche, von daher passt es. Okay. Gold, haben wir gerade besprochen, würden mehr Anleger kaufen als im vierten Quartal. Aber wenn man sich das Investmentverhalten anguckt, dann tun es nicht mehr. Zum Beispiel nicht mehr, ja, welche Produkte auch immer. Es setzt sich in der Realität nicht um. Das kann ich so nicht ganz bestätigen von dem, was ich hier sehe und von dem, was passiert. Also wir sehen schon, dass auf der Nachfrageseite allerdings nicht bei langfristigen, sondern bei kurzfristigen Produkten, also bei kurzfristigem Einsatz, wir durchaus eine sehr hohe Umschlagshäufigkeit bei Gold haben. Aber es ist mehr die Spekulation als das Investment. Okay, also mehr die Spekulation, sozusagen wieder mal Goldspekulation, wie wir es aus früheren Zeiten können, und nicht mehr Bitcoin-Spekulation vielleicht. Wissen wir jetzt nicht. Bitcoin wird ja noch nicht abgefragt im Investmentbarometer. Nicht wirklich. Kryptowährung. Möchte ich auch nicht. Vielleicht als Idee. Okay, Zinsen, Investmentverhalten. Am Zinsmarkt interessieren sich wieder deutlich mehr der Befragten, nämlich 28,2 gegenüber 11,1 für Tagesgeld. Dabei ist doch aber Tages- und Festgeld. Aber noch ist ja keine Zinswende in Europa in Sicht. Das dauert ja noch, also mal locker ein Jahr, aber trotzdem eine fast Verdreifachung. Ja, aber ich parke es ja. Alles, was fällig wird, parke ich ja jetzt. Jetzt die Wieder-, also nimm einfach mal an, das ist das Motiv. Jetzt die Wiederanlage ist schwer, weil zum einen lege ich mich länger fest. Oder wenn ich in Bonds gehe, habe ich ja das Problem, dass steigende Zinsen zu fallenden Kursen führen. Also von daher lieber mal ein Tagesgeld haben und warten, bis ein bisschen sich was getan hat, als in einen längerfristigen Bond hineingehen und dann warten müssen bis zum Ende der Laufzeit. Okay. Weil sonst habe ich nämlich die Kursverluste zwischendrin, wenn die Zinsen ansteigen. Und dann muss ich auf jeden Fall aussitzen. Also von daher natürliches Verhalten. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn man auf der Zertifikate-Seite, also Ihrem originären Geschäft, die Motive des Investments anschaut, dann sieht man, die kurzfristige Spekulation geht seit dem zweiten Quartal letzten Jahres zurück, deutlich sogar. Man sieht aber auch, das langfristige Vermögensaufbauverhalten steigt zur gleichen Zeit sukzessive an. Das ist eine gute Nachricht? Eigentlich schon. Das passt auch in dem, was wir beobachten. Wir hatten letztes Jahr ein
tollen Markt. Ganz wenig Störungen von außen, ein bisschen am Anfang ein paar Wahlen, wir sind gut gelaufen. Es war so störungsfrei. Das Umfeld hat alles hergegeben und wir hatten so Trendfolge oder Momentum, keine Momentum, Trendfolgeinvestoren und das hat für sie gepasst. Also das ausstehende Volumen hat sich über die ganze Zeit immer mehr erhöht. Das heißt, viele haben gekauft und gesagt, es läuft für mich, warum soll ich rausgehen? Die Hose speiste die Hose. Richtig. Und deswegen war dieses mal schnell rein, raus einfach nicht nötig. Und das ist hier reflektiert. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, wenn der Markt so ein bisschen holprig wird, dann kann sich das schnell wieder umkehren. Es bleibt spannend, Dirk Hess, vielen Dank. Liebe Zuschauer, das neue Citigroup Investment Barometer ergab, dass die Anleger vor allem kurzfristig für Aktien deutlich skeptischer sind. Das ist auch kein Wunder. Das Jahr 2018 begann mit relativ vielen Paukenschlägen respektive Kursverlusten, was wir aus 2017 schon längst nicht mehr kannten. Und so waren dort mehr viele Trendfolger unterwegs, die sich in diesem Jahr vielleicht schon mal die Finger verbrannt haben. Nichtsdestotrotz, Interesse ist da an Aktien, vor allem langfristig, aber auch an Alternativen wie zum Beispiel Gold. Wie schnell die Bullen künftig reiten im nächsten Investmentbarometer. Ich freue mich auf Sie.